Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind gerade auf dem Weg, Medunamun zu töten. Wir sind bereits Stufe 5 und können es mit dieser Mission hier aufnehmen. Hoffe ich. Werden wir jetzt sehen. Weil die da oben, die sind, die hocken da ja so blöd. Wie kriege ich denn die weg? Halt! Bleib stehen! Ja, ich weiß, weiß nicht, kann ich irgendwie einen anderen Weg rein vielleicht finden? Da könnte ich rüberklettern, bestimmt. Das wäre doch eine Idee. Weil ich glaube, an denen vorbei komme ich nicht so ohne weiteres. Und dann können wir da in diesen Haufen springen. Das könnte funktionieren. Gut, das machen wir. Hör mal auf, dich dahin zu bücken. Das ist jetzt nicht notwendig, lieber Bayek. Und da können wir doch bestimmt irgendwie hoch. Ja, letztes Mal schon ausgekundschaftet, wo hier so die Leute sind. Parcours nach oben laufen. Ah, es gibt wieder Aufzüge. Sehr cool. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. So. Hier sind wir doch erstmal ganz gut versteckt. Müssen wir hier raus? So, wir müssen uns natürlich hier vorsichtig fortbewegen. Denn, wie ihr sehen könnt, sind hier einige Wachen. Aber wirklich sehr viele. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe! Wer ist denn hier so aufgeregt? Hat der uns gesehen? Oder wie? Holt mich hier raus! Ist da jemand eingesperrt? Hier einer eingesperrt. Ich muss mal hier gerade gucken. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe! Aber wer ist das denn, der da so ein Terz macht? Check ich jetzt nicht. Gut. Ich glaube, wir haben wirklich alles hier schon erforscht. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Wer redet denn da die ganze Zeit? Ist da jemand? Seid verflucht! Ja, du bist das. Bei Amun, holt mich hier raus! Ach nee, er ist das. Hey, was? Ist da jemand? Seid verflucht! Jetzt sei doch mal leise. Bei Amun, holt mich hier raus! Ja, mach ich doch. Lass uns er befreien. Bitte schön. Geht es euch gut? Hier sind noch 4 andere Priester. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Eine neue Mission, Gefangene im Tempel. Oh, wow. Wenn wir die auch noch finden, das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Wo ist unser Ziel? Da hinten. Oh. Okay. Gut, dass hier alles so bewachsen ist. Was? Oh. Hi. Du kannst aber gleich mal herkommen und nachschauen, was das hier war. Hallo? Mein Freund, das hast du ganz toll gemacht. Brav nachgeguckt. Wo sind jetzt die anderen Priester? Kann ich die auch hören? Sind die auch so laut und nervig? Da sitzen noch Leute. Was sind die? Oh, das sind auch normale Wachen. Ich wette, hier oben ist noch einer. Ist gefangen. Ja. Da ist noch einer. Wir müssen hier sowieso ziemlich weit durch, wie das aussieht. Weil der ist ja jetzt hier gerade da ganz hinten am Start. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. An denen müssen wir irgendwie vorbei. Was wolltest du sagen? Das ist nicht an. Weil das sind. Ja. Hey! Nein, da bist du ja. No. Ich bring dich um. Ich sammle die Truppen. Oh wow, okay. Das war ja total blöd. Ich trage ihn. Meine Familie braucht mich. Ich kann ihn treffen. Kannst du nicht. Achso, ich dachte, man kann ihn plündern. Bin in Reichweite. Hey, was? Dich schlitze ich auf!
super. Ach, da bist du ja. Ich bin. Versteck dich doch mal. Hier kommen nämlich Leute. Das ist nicht gut. Bitte, lass mich frei. Meine Familie braucht mich. Zeig dich. Na los, trau dich. Okay. Aber, also wir können die ja recht locker tatsächlich bekämpfen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Adelphos, Ärger hier! Ich bin getarnt. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Ja, da ist der Leuchtfeuertyp. Ich deck dir den Rücken. Und Alarm! Alarm! Na gut, mach mal Alarm. Wir verstecken uns jetzt erstmal hier und warten einfach mal kurz ab. Wir haben lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Jetzt kommen da einige andere und die suchen. Da sind auch noch mehr Leuchtfeuertypen. Sind alarmiert. Aber die werden uns ja hier oben nicht finden. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Das Interesse verlieren. Ich hoffe, das passiert auch irgendwann. Da hinten sind ja noch zwei, die da rumlaufen. Den müssen wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Ich fehle jetzt eigentlich, wollte ich alle so nacheinander leise wegmachen. Aber... Komm raus. Na los. Was wäre das mit Gefangenen im Tempel? Das können wir eigentlich, wir können das tatsächlich einfach mal annehmen. Weil dann können wir nämlich einmal schauen, wo die alle sind. Lokalisieren. Hier sind echt viele Wachen, ne? Schon in die Richtung. Flieg mal ein bisschen weiter dahin. Ah, okay, da sind noch Gefangene. Alles klar. 5 Priester sind es. Ach so. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Wir sind im Vorteil. Oh, da ist da immer noch, ne? Hey! Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Ach komm, das war nicht dein Ernst. Wie schnell entdecken die einen? Lass mal zu dem hin. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Nichts. Bayek? Bist du das? Ja. Hol mich heraus! Haben wir gemacht. Was? Amun sei Dank, dass du hier warst, Bayek. Kein Ding, ne? Kein Ding. Okay, hier hoch. Machen wir doch mal. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Schützt den Kyrios. Ah, kurz switchen. Wo ist denn der Typ jetzt? Da hinten wieder. Okay. Das bringt uns eigentlich nichts, wenn wir den hier niederschlagen. Aber können wir eigentlich mal machen. Ja, komm. Hinten ist doch noch irgendwas versteckt, ne?
Das haben wir doch schon da hinten. Da ist doch was. Das holen wir uns. Kohlenstoffkristall. Ah, das ist dieses Schatzplündern. Alles klar. Die haben wir doch schon... Ach, ja, ich bin, sorry, verwirrt. Also, die haben wir auf der Karte aber eigentlich schon markiert. Die Schätze. Da drüben, wo wir gerade waren, war doch eigentlich einer. Oh, hier ist ja eine richtig doofe Position jetzt. Oder? Da hinten, da ist einer. Was haben wir hier? Ich muss sagen, das mit den Pfeilen ist gewöhnungsbedürftig. Bisher. Aber ich muss mich einfach an das Aiming vermutlich ein bisschen... Geh doch mal runter, du willst ja die... Sag mal! Die Truhe aufmachen. Oh, Doppelschwerter? Wie komme ich denn auf die Ausrüstung? Ja. Das offensichtlich nicht. Die nehmen wir. Die ist immer Qual. Für Qual und nicht für Qualität. Senno, du hast doch irgendwo noch so ein Ding gesehen gehabt. Na? Irgendwo hatte ich noch ein. Da. Da ist er. Transportiert. Was machen die denn da hinten? Okay, da müssen wir jetzt vielleicht mal hingehen. Die sehen uns echt verflucht schnell. Das ist, krass. Ich meine, dafür sind wir hier so gut wie überall getarnt, ne? Aber, naja. Das ist schon schwierig, nicht entdeckt zu werden. Also, ich meine... Der Priester, den ich verhört habe. Er ist tot, mein Herr. Es ist ja nicht schlimm. Findet mehr, Priester! Wenn wir... Wir sind im Vorteil. Okay, er kommt hier wieder angerannt. Da ist Medunamun. Gemeinsam! Was machen die denn jetzt? Hä? Sind die immer noch vollkommen alarmiert wegen uns? Hoppala. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz... Sie wissen ja gar nicht, wo wir sind. Boah, der wird von richtig vielen beschützt. Das ist krass. Ich muss sagen, bisher fühlt sich das noch nicht so sehr wie Assassin's, wie ein Assassin's Creed an. Du bist kein schöner Anblick. Oh, und riechen tust du auch nicht gut. Ja, jetzt bist du halt einfach mal ruhig, ne? Gut. Gut so. Sollen wir einfach mal den offenen Kampf wagen? Ich meine, wieso nicht? Okay, nee, Medunamun kommt hier überhaupt nicht hin. So für Geräusche? Was ist das denn hier? Du nochmal geht da hoch. Der Tempel des Amun. Hier sind ja einige Leute unterwegs. Ich freue mich schon drauf, ein paar Gedärme rauszureißen. Wenn wir schützt den Kyrios. Hey, was? So lang da. Was? Lenk den Gegner ab. Wie hat der uns denn jetzt entdeckt? Oh, what the fuck? Oh mein Gott. Die sind ja krass. Oha. Die Götter werden dir nicht vergeben. Alter, das ist ja mega cool. Hallo, 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 hallo. Oh, voll das Gemetzel, das ist ja cool. Ja, komm, dich nehmen wir auch noch mit. Dem Verein, du kannst ja gar nicht. So, dann müssen wir ja mal kurz gucken. Was? Nochmal zweimal Stufe 1. Hallo. Stirb, du Sau. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Ja, das ist mir egal. Oh, hier ist gerade ein Pferd verbrannt. Sag mal, was ist denn eigentlich so nervig?
Du bist vielleicht nervig mit deinem blöden Schwert, ne? Die Götter werden dir nicht vergeben. Ah, komm. So. Oh, du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Das ist ja voll cool. Ich töte dich. So, einmal kurz hier. Da ist mit Lunamoon. Komm, den machen wir jetzt mal. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Ist es eigentlich schwer, so ein Meister? Die Götter werden dir nicht vergeben. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Oh. Hey, weil ich habe den Typ getötet. Toll. Das war ja blöd. Die zwei, die bei ihm waren, waren voll nervig. Die haben die ganze Zeit das Schild oben gehalten und da konnten wir gar nichts machen. So, wo spawnen wir dann jetzt? Oh Mann. Ich dachte mir so, scheiß drauf. Nein! Und wie weit sind wir bei der anderen Quest? Gefangen im Tempel. Okay, wir haben immerhin zwei von... Okay. Töte Medunamon. Da ist er doch schon. Oh, super nervig. Super, super, super nervig. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier außen rum. Okay. Na. Aber haben wir unsere... Ja, wir haben unsere Doppelschwerter. Okay, immerhin. Hätte ich die jetzt verloren, da wäre ich aber sehr traurig gewesen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, ja, ja. Dann geh doch mal da runter. Bringt mir die Namen der Einwohner, die regelmäßig den Tempel besuchen. Ich will sie alle befragen. Natürlich, mein Herr. Ich brauche absolute Stille, wenn ich arbeite. Mal schauen, ob wir einen Attentat machen können. Verzeiht mir, mein Herr. Kommt nie wieder vor, mein Herr. Ich sagte Stille. Wenn er weggeht, vielleicht. Ich hoffe, wir werden hier nicht gesehen. Könnten den niederschlagen. Bewegt er sich hier nicht? Aber hier sind zu viele, die kommen würden, ne? Ja, da bewegt sich jetzt auch noch. Bewegt er sich hier jetzt nicht mehr? Der hat sich doch vorhin die ganze Zeit bewegt. Ist irgendwie jetzt noch einer unterwegs? Was ist denn das für einer? Okay. Stufe 4. Und da steht auch noch einer Wache. Ah, wir probieren das jetzt. Ist mir jetzt egal. Was? Natürlich, mein Herr. Du kommst hier nicht vorbei. Gemeinsam. Ich werde dich zerquetschen wie einen Wurm. Wärst besser genug geworden. Das kannst du. Au. Ich ruf die Truppen. Alter. Okay. Hä, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir das denn machen? Drücke auf F3, um ein Foto zu machen. Okay. Okay. Ich bin zu stürmisch scheinbar. Wir müssen auf jeden Fall erst die Wachen dezimieren, das ist klar. Weil Medunamon ist auch ein krasser Dude. Also, der hält echt ganz schön viel aus. Wir gehen hier wieder rein. Hoch mit dir. Dieser Ort wird schwer bewacht. Nein, falsche Richtung.
Ja, der Ort wird schwer bewacht. Das stimmt wohl. Da ist der Typ. Da ist wieder ein Gefangener. Flieht. Okay. Oh, jetzt ist er da ganz hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber da hier auf dem Weg, da müssen doch schon einige tot sein, oder? Ja, das wollte ich doch mal sehen. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ist ja blöd zu machen. Können wir vielleicht in das Haus rein und ihn dann von hinten holen? Versuchen wir das mal. Nö, geht nicht. Ja. Sehr schön, Bayek. Ah, der bewegt sich jetzt auch. Auch hier lang könnten. Okay. Das ist gut. Wenn er da. Nein! Geht doch mal da hoch wieder. Also auf dem Seil hier laufen. Sehr gut. Oh, die sind da beide. Die sind da zum dritt wieder bei dem. Vielleicht, wenn er rausgeht. Wenn er sich nochmal bewegen sollte. Arsch, du steckst dich immer. Ja, mal markieren die beiden. Können wir irgendwo Stunk machen? Dass sie da hingerufen werden. Guck mal, wir können doch hier mal. Verdammt, wer schießt da? Vielleicht, Alarm, hier drüben! Vielleicht bewegt das jetzt die beiden hier auch. Bringt mir die ältesten Einwohner für eine Frage und beenden das. Weil der weiß ja nicht, von wo geschossen wurde, ne? Das checkt er ja nicht. Friss das, du Ratte! Okay, aber checkt das vielleicht doch. Oh. Jetzt ist er auch in Alarmbereitschaft. Oh. Okay, er kommt natürlich da. Viele kommen denn hier. Oh, hi. Wir sollten vielleicht nicht runterfallen. Aber bei dir macht das nichts. So, du bist dran. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Das ist natürlich doof.
Komm, geh da mal runter. Ich hab das Ziel im Sicht. Das haben wir jetzt aber gut gemacht, ne? Das hat gut funktioniert. So. Tod bestätigen. Yippie! Geschafft! Ja! Oh. Das war auch ganz schwitzige Hände, ne? Eine Feder. Du bist zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh, so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugend. Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Sein Junge. Sein Sohn. Der wurde ganz offensichtlich irgendwie umgebracht. Von denen. Tippe ich jetzt mal drauf. Boah, wir haben es geschafft. Und wir haben keine Weile mehr. Und ich habe... Habe ich nicht gerade noch gesagt, dass ich die Pfeile voll blöd finde und irgendwie nicht damit zurechtkomme? Die Pfeile sind okay. Aber wir haben zu wenige. Brauchen mehr. Oh, so knapp. Hey, nochmal. Ist vor einem Jahr. Ey. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Voll geschummelt. Oh, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel Kinder. Braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Okay. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, ich hab Bayek gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre sein Freund. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Ohne den Bart und die Haare kennt man ihn gar nicht. Psst. Genug, ihr zwei. Okay, der meine Freunde. Ist so heiß an den Füßen. Ja, manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Och, der ist ja voll süß. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und wir hören uns in der morgigen Folge dann wieder. Also, bis dann!